Der Startschuss ist gefallen. Apple verkauft jetzt die Watch Series 5. Und was da alles im Karton steckt, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben uns das Modell in 40 mm Größe, also das kleinere, bestellt in Space Gray. Es gibt auch noch weitere Varianten. Unter anderem gibt es eine Uhr in 44 mm Größe, also mit einem deutlich gewachsenen Gehäuse. Das sind die gleichen Größen wie auch schon beim Vorgänger Series 4. Außerdem gibt es noch Varianten mit anderen Gehäusearten. Wie beim Vorgänger gibt es ein Edelstahlgehäuse. Keramik ist zurück. Und ganz neu ein Titangehäuse. Wer sich seine Uhr aussucht im Apple Store, hat die Wahl zwischen vielen verschiedenen Armbändern. Und es gibt jetzt auch neue Varianten. Unter anderem dieses Sportloop in Khaki. Das ist so ein bisschen blau und auch grünlich. Das haben wir jetzt mal genommen. Und die liegen dann immer einzeln im Karton nochmal bei. Hier sieht man das Armband einmal. Apple liefert außerdem ein Ladekabel wie gehabt mit. Und auch einen Stecker, das heißt, man muss nicht den iPhone-Stecker nehmen, sondern man hat einen eigenen, um das in die Steckdose einzustöpseln. Und das hält per Magnet dann am Gehäuse dran. So, jetzt stöpselt man es hier zusammen. Man kann das einfach so einklicken. Wir haben die Uhr vorab schon mal eingerichtet, um euch auch die größte Neuerung zeigen zu können, das Always-on-Display. Das heißt, wenn ich die Uhr einmal umbinde, dann zeigt sie mir die Uhrzeit, auch dann, wenn ich den Arm gar nicht bewege. Bisher musste man da immer einmal den Arm richtig deutlich anheben oder drauf tippen, um die Zeit angezeigt zu bekommen. Das hat viele Nutzer genervt und bei der Series 5 ist es erstmals möglich, eben dauerhaft sich die Zeit anzeigen zu lassen, ohne dass die Akkulaufzeit verkürzt wird, sagt jedenfalls Apple. Es bleibt weiterhin bei 18 Stunden, also quasi einen ganzen Tag soll die Uhr durchhalten. Möglich wird das Always-on-Display dadurch, dass Apple die Bildwiederholrate heruntersenken kann von 60 auf 1 Hertz. Das bedeutet, dass nur einmal pro Sekunde das Bild neu geladen werden muss. Außerdem wird auch die Helligkeit ein bisschen runterreguliert und das ist eben eine ziemlich stromsparende Technik und dadurch wird dieses Always-on-Display ermöglicht. Durch WatchOS 6 gibt es jetzt auch ein paar neue Zifferblätter, unter anderem gibt es dieses und eine größere Schrift zum Beispiel, was mit Farben, was mit der Sonnenuhr. So ein paar neue Zifferblätter hat Apple eingestellt. Allerdings ist es immer noch nicht möglich, durch Drittanbieter Zifferblätter draufzuladen. Das verbietet Apple bisher noch. Ein paar andere Neuerungen, die WatchOS bietet, sind unter anderem der App Store auf der Uhr. Das heißt, man kann jetzt Apps installieren, nur per Handgelenk, wenn man mit dem WLAN oder mit dem Handy verbunden ist. Oder auch per Mobilfunk, wenn die Uhr einen LTE-Chip hat. Und dadurch muss man eben nicht das iPhone in die Hand nehmen. Das ist eigentlich die größte Neuerung. Es gibt auch noch ein paar neue Apps. Die Apple Watch 5 hat jetzt erstmals einen Kompass verbaut. Und das bedeutet, dass man eben angezeigt bekommt, in welche Richtung man schaut. Und das hilft vor allem, wenn man die Karten-App benutzt und sich den Weg zeigen lässt. Eine neue App unter WatchOS 6 ist die Geräusche-App und die misst, wie laut es in der Umgebung ist, um den Nutzer zu warnen, falls es mal zu laut ist und dass das Gehör schädigen kann. Für Frauen hat Apple jetzt eine Zyklus-App im Angebot und damit kann man eben die Menstruation tracken und kann eintragen, wie es einem geht und bekommt dann auch entsprechend Vorhersagen für die nächste Periode. Das Always-on-Display der Series 5 gefällt mir ziemlich gut und es war wirklich eine überfällige Neuerung. Ansonsten hat die neue Uhr eigentlich die gleichen Sachen verbaut wie auch die Vorgängeruhr Series 4. Das schöne große Display, das EKG und die Sturzerkennung. Daher würde ich sagen, der erste Eindruck ist auf jeden Fall positiv.